weil da steht immer viel Community dahinter, hinter so einem NFT. Wenn jetzt gerade diese 100 Leute was gekauft haben im Historischen Museum, dann sind die ja eine Gruppe, die haben ja alle was gemeinsam. Und so ist das ja bei vielen anderen NFTs auch. Da bildet sich eine Community dahinter, die sind begeistert von der Sache an sich und da kommt dann auch viel Energie auf, um irgendwie was zu bewegen. Das kann einen sozialen Impact haben, es kann aber auch einfach nur sein, dass man sich in London irgendwo mal trifft oder so und was trinken geht. Also ja, ich glaube, für viele ist es auch einfach viel dazugehören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Sie ist geboren 1997 im schönen Kassel, ist Kulturmanagerin und Autorin dieses schönen Buches hier, Chancen, Risiken und Perspektiven von NFTs im musealen Bereich. Wie es zu diesem langen Titel kam, denn er hat noch einen Untertitel, sehe ich gerade. Und über ganz viele andere Themen sprechen wir heute mit Lea Eisenberg. Hallo. Hallo. Ich habe es gerade gesagt, du bist geboren, aufgewachsen in Hessen. Wir wollen zuerst mal ein bisschen was über dich mal kennenlernen. In Nordhessen, besser gesagt. Und hast allerdings, wenn man sich so deine Biografie anschaut, unübersehbar ein Reise- und Entdeckergehen in dir. Kann man das so sagen? Das kann man wohl so sagen. Ein bisschen Rastlosigkeit. Kannst du mal deine Stationen anreißen, die dich dann am Ende jetzt hierher verschlagen haben? Genau, also aufgewachsen bin ich dann letztendlich auch gar nicht in Kassel direkt, sondern 30 Kilometer entfernt von da. Und da habe ich mir dann aber gedacht, mit 18, da muss ich raus. Also bin ich erstmal für ein Jahr nach Bolivien gegangen, für ein FSJ, habe da im Kindergarten gearbeitet und in der Grundschule. Genau, und dann bin ich danach nach Gießen gegangen zum Studieren, habe da den Bachelor in modernen Fremdsprachen, Kulturen und Wirtschaft gemacht, was nur ein langes Wort ist für Englisch, Spanisch und BWL. Mhm. Danach bin ich erstmal für ein Praktikum nach Esslingen gegangen, habe da in einem Schulbuchverlag gearbeitet, in der englischen Redaktion und bin danach nach Saarbrücken gegangen für den Master. Genau, zwischenzeitlich noch Auslandssemester gemacht in Spanien und auch mal 5 Monate im Schüleraustausch in den USA. Also hast du die Welt schon ein bisschen gesehen? Hab schon ein bisschen was gesehen. Okay. Du hast in Saarbrücken Kulturmanagement studiert an der HTW. Was macht eigentlich eine Kulturmanagerin am Ende, wenn sie fertig ist? Eine gute Frage. Oder was ist der Plan und was kommt dabei raus am Ende? Also der Plan ist auf jeden Fall so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen den künstlerischen Tätigkeiten und der BWL, weil die BWL braucht man dann doch immer auch in jedem künstlerischen Bereich und genau, das eine liegt dem anderen oft nicht so nahe, deswegen soll das so ein bisschen die Brücke bilden zwischen diesen beiden doch vielleicht sehr fernen Sparten und genau, dass da die Kommunikation ein bisschen besser wird. Also das macht gerade Sinn für Intendantenstellen, wo man ja wirklich sich mit beidem auch befasst intensiv. Und ja, ganz verschiedene Bereiche kann man das eigentlich anwenden. Also generell braucht man ja immer viel diese Schwellen oder diese bereichsübergreifenden Tätigkeiten, genau, dafür ist es eigentlich gedacht. Genau, also da kann man dann ganz Verschiedenes draus machen. Also da kann man bei der Stadt arbeiten, im Kulturbereich, da kann man beim Theater arbeiten, im Museum arbeiten. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was man im Bachelor gemacht hat. Ist man eher musikalisch geprägt, ist man eher bildende Künste zugeneigt. Ich habe mich jetzt für Eventmanagement entschieden und bin da jetzt seit einem Jahr als Eventmanagerin tätig. Das hat man ja irgendwann erkannt, dass die Kulturtreibenden ja durchaus einen großen Beitrag zur Wirtschaft leisten, aber dass es denen oft eben an solchen Skills fehlt, betriebswirtschaftliche Skills. Wie viel kann ich für meine Leistung verlangen zum Beispiel? Ganz banale Frage. Also das heißt, dir hat also tatsächlich auch beides gelegen anscheinend. Was war dein Kulturinteresse vorher?
Wofür hast du dich interessiert? Ich glaube, mein primäres Kultur oder meine primäre Kulturprägung war, glaube ich, tatsächlich ausländische Kulturen und gerade da so ein bisschen vermitteln, verschiedene Kulturen zusammenbringen. Das war eigentlich so meine Intention. Jetzt ist aber der Studiengang an der HTW nicht so international angelegt, muss man schon sagen. Da geht es mehr um die, muss ich auch sagen, die klassischen Künste, also gerade viel Theater oder klassische Musik oder eben im Museum mit klassischer bildender Kunst. Da war das schon eher so die Sparten, die man da direkt eingeschlagen hat. Da gab es dann auch das Harmonisierungsmodul im ersten Semester, wo man dann eben je nachdem, was man im Bachelor gemacht hat, das gemacht hat, was man dann nicht gemacht hat. Also ich hatte ja schon BWL im Bachelor, deswegen habe ich dann Kurse an der HFM und an der HWK belegt. Genau, weil das war das, was mir gefehlt hat. Das war schon sehr, finde ich, klassisch orientiert. Und genau, eigentlich kam ich eher von diesem andere Kulturen betrachten Punkt. Ja. Dann ging es irgendwann natürlich auch beruflich weiter. Und da möchte ich, man kann ja nicht ewig studieren, wie ich jetzt zum Beispiel. Ging es beruflich weiter, möchte ich eine Station rausgreifen, denn die hat so ein bisschen dahin geführt, worüber wir uns unterhalten wollen. Und zwar, das war dann der Schritt, hast du eben schon angedeutet, in die Veranstaltungs- und Musikwirtschaft. Und hast da unter anderem gearbeitet bei dem Saarbrücker Musiklabel Ever Ever von Camilo Loporto. Und der wiederum ist dir auf die Idee gekommen, eine Plattform für NFTs aufzubauen. Nennt sich Nifty, bei der du dann mitgearbeitet hast. Jetzt haben wir hier auch einen kleinen Bildungsauftrag und jetzt möchten wir gerne mal die Begriffe klären, die da überhaupt eine Rolle spielen. Also NFT, Blockchain sind so Begriffe. Was ist das genau? Also ein NFT ist eigentlich ein Zertifikat auf der Blockchain, was Eigentum widerspiegelt. Also ich habe zum Beispiel ein Bild, ein JPEG-Bild und das ist das Original und ich möchte gerne zeigen, dass das meins ist, dann kann ich das via eines NFTs tun. Genau, der NFT ist auf der Blockchain gespeichert. Die Blockchain wiederum ist eine große Datenspeicherung, funktioniert wirklich wie eine Kette, also Blockchain, also wirklich einfach Blöcke an einer Kette. Da werden immer verschiedene Transaktionen zusammengefasst und in einer Abfolge dann als Block dargestellt, sodass, wenn man etwas im vorigen Block verändern möchte, dass das quasi gar nicht möglich ist. Weil das sehr aufwendig wäre, weil jeder Block hängt mit vielen Berechnungen, mathematischen Berechnungen zusammen und dadurch macht das die Blockchain sehr sicher für Daten und auch transparent und nachvollziehbar. Was natürlich dann auch sehr sinnvoll ist für, gerade wenn man jetzt ein NFT hat, für ein Gemälde, was viel wert ist, dass man dann auch wirklich sagen kann, das ist meins und dass da nichts falsch läuft, weil vielleicht steckt da ja viel Geld dahinter. Digitales Gemälde. Digitales Gemälde beispielsweise. Kann auch ein reales Gemälde sein, was digitalisiert wurde. Genau, darauf kommen wir später noch. Nifty und das Unternehmen von Camilo Loporto, das war ja, oder kam jetzt zunächst mal aus der Musik. Also was hat NFT mit Musikverlagen zu tun? Was war denn da die Idee? So per se erstmal gar nichts. aber es lässt sich natürlich, also NFTs lassen sich auch im Musikbereich anwenden. Das ist aber auch nochmal ganz anderes Thema. Also NFTs haben ja ganz verschiedene Anwendungsbereiche und Möglichkeiten und in der Musik kann man das dann auch machen tatsächlich. Genau, im aufsteigenden Ast momentan ist ja auch NFT-Ticketing, gerade für auch Konzerte als Tickets eine NFT zu verwenden und genau, so kann man das schon verbinden, aber das war, glaube ich, bei Camilo gar nicht die ursprüngliche Idee. Okay, aber wir sind auf eine andere Idee gekommen und das zentrale Thema, was wir heute haben, ist ja auch das Buch, das du geschrieben hast, das gemeinsam vom Historischen Museum und der Union-Stiftung herausgegeben wurden. Chancen, Risiken und Perspektiven von NFTs im musealen Bereich. Jetzt gucken wir noch den Untertitel. Okay, eine Handreichung zur Anwendung
der NFT-Technologie anhand Analyse ausgewählter Fallbeispiele. Klingt nach einer Masterarbeit. War es auch. Ja. Genau, es war ursprünglich mein Masterarbeitsthema. Und das Thema war wissenschaftlich noch nicht sehr erforscht, als ich mir das zu Gemüte geführt habe. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass die Union-Stiftung und das Historische Museum das vorgeschlagen haben, das zu veröffentlichen, weil dann vielleicht die Informationen zu dem Thema auch noch mal ein bisschen weitergetragen werden oder auch für später andere Leute, die Hausarbeiten über das Thema schreiben wollen, dann ist das irgendwie auch nochmal ein Anhaltspunkt. Genau, das hat mich sehr gefreut und ja, da steht's jetzt. Museen sind ja nochmal ein anderer Bereich. Wie ist die Idee dazu entstanden? Also bei Nifty haben wir ja viel auch mit Kunst gemacht. Also wir haben Kunst-NFTs quasi hergestellt. Von daher war das Thema Kunst dann eigentlich schon immer auf dem Tisch. Und dann hatte ich auch noch den Zufall, dass eine Gastdozentin bei uns in der Modernen Galerie gearbeitet hat. Und die hat sich dann auch als Betreuerin für meine Masterarbeit bereitgestellt. Und dann hat das eigentlich ganz gut gepasst tatsächlich. Mhm. Ein Projekt, was in diesem Buch auch vorkommt, ist Ankunft König Wilhelms I. in Saarbrücken. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es noch da sich befindet, ein 17 Quadratmeter großes Gemälde, das in einer offenen Werkstatt im Historischen Museum restauriert wurde und von dem ein Digitalisat angefertigt wurde. Es wurde also digitalisiert und man konnte über Nifty das 100-mal kaufen. Und das war, das waren die ersten NFTs eines deutschen Museums überhaupt. Das ist nun schon etwa 2 Jahre her. Hast du da die Entwicklung noch mal so ein bisschen weiterverfolgt, ob es da ähnliche Projekte gab oder wie sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat? Also in Deutschland habe ich jetzt tatsächlich nichts mitbekommen von weiteren NFT-Auktionen in dem Rahmen. Also ich weiß, dass in Köln ein Museum, aber das war eine Galerie, also eine Galerie handelt ja eh schon mehr mit Kunst. Die hatten auch mal eine NFT-Auktion. Aber exakt so, wie das Historische Museum das gemacht hat, habe ich jetzt nichts mitbekommen, vor allem nicht in Deutschland. Genau, bei meinen Fallbeispielen, da habe ich schon darauf geachtet, dass die relativ ähnlich sind vom Aufbau her. Und die sind dann schon auch alle so in dem Stil ungefähr gewesen. Das war ja dann noch ein Interview mit dem Belvedere Museum in Wien und dem Leopold Museum in Wien und der Whitworth Gallery in Manchester. Und die haben auch alle mehrere NFTs angeboten, die sie in einer gewissen Zeit verkauft haben. Also ich meine, das Design der Auktion war immer ein bisschen unterschiedlich, aber so vom Stil her war es ähnlich. Also es war jetzt nicht so eine Auktion, wo man wirklich mit dem Hammer schlägt, so jetzt ist es weg, sondern es war eher so ein längerer Prozess mit viel Marketing vorher und genau darum ging es dann auch in der Masterarbeit, wie man so eine Kollektion am besten aufstellt und vorbereitet. Jetzt kommt für mich die spannendste Frage und zwar, jetzt kommt man also dieses Projekt wurde digitalisiert, also sehr hochauflösend und sehr aufwendig fotografiert. Mhm. Und da ist ja irgendeine Datei entstanden am Ende. Und die konnte man dann, also konnte man 100 von diesen einzigartigen Dateien konnte man erwerben. Warum will man eine solche Datei besitzen? Tja, das ist, glaube ich, die Frage, die sich viele stellen. Aber es ist tatsächlich auch eine sehr persönliche Frage, würde ich behaupten. Weil ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, warum er das haben will. Also ich denke jetzt gerade bei dem Historischen Museum war es für viele auch so ein Stück Saarbrücker Geschichte zu haben, was viele da motiviert hat, was zu kaufen. Generell ist es aber bei NFTs auch viel der Punkt des Sammelns, dass man das einfach gerne verfolgt, an etwas teilzuhaben, einfach auch mal mitgemischt zu haben oder vielleicht auch als Wertanlage zu sehen, tatsächlich den NFT, weil kann sich ja auch noch im Wert steigern und dann kann man
zum guten Preis wieder verkaufen. Genau, aber die Teilhabe tatsächlich an sowohl der Kunst oder der Kultur dahinter, aber auch mit der Community ist tatsächlich ein großer Punkt, weil da steht immer viel Community dahinter, hinter so einem NFT. Wenn jetzt gerade diese 100 Leute was gekauft haben im Historischen Museum, dann sind die ja eine Gruppe, die haben ja alle was gemeinsam. Und so ist das ja bei vielen anderen NFTs auch. Da bildet sich eine Community dahinter, die sind begeistert von der Sache an sich und da kommt dann auch viel Energie auf, um irgendwie was zu bewegen. Das kann einen sozialen Impact haben, das kann aber auch einfach nur sein, dass man sich in London irgendwo mal trifft oder so und was trinken geht. Also ja, ich glaube, für viele ist es auch einfach viel dazugehören. Das sind ja sehr softe Sachen, nenne ich jetzt mal. Du hast eben das Thema Ticketing angesprochen. Siehst du da in diesem Bereich, ob das jetzt für Museen oder auch andere Bereiche sind, auch irgendwelche lukrativen Geschäftsmodelle? Vielleicht auch jetzt mit einem Abstand von 2 Jahren? Also lukrativ kann ich gar nicht so genau bewerten, denke ich, weil ich da nicht so drin bin mit den Zahlen. Generell würde ich aber sagen, dass das ein sinnvolles Konzept ist. Man hat es ja jetzt gesehen bei der Taylor Swift-Tour, die jetzt gerade gelaufen war. Es ist ja auch nicht so gut gelaufen mit den Tickets. Da war die Website direkt down. Man konnte gar keine Tickets erwerben. Und dann waren auf einmal die Tickets alle weg und wurden auf irgendwelchen Zweitmärkten für 10.000 Euro oder so verkauft. Also ganz schwieriger Schwarzmarkt auch. Und um diesen Schwarzmarkt, da lohnt es sich halt, mit NFTs zu arbeiten. Das kann man dadurch ein bisschen vermeiden, weil, wie ja schon erwähnt, die Blockchain ist transparent und für jeden einsehbar, sodass, wenn ich jetzt ein Ticket erwerbe auf der Blockchain als NFT, dann weiß jeder, dass das mein Ticket ist. Also mein Name steht da jetzt nicht, aber mein Pseudonym. Und wenn ich das jetzt verkaufen will, dann läuft das auch ganz entspannt über einen Smart Contract, mit dem ich gar nichts zu tun habe. Das heißt, ich biete mein Ticket irgendwo an und jemand anderes sagt, ja, will ich machen, autorisiert die Zahlung und dann gibt es auch keine Komplikationen im Sinne von erst wird nur die Hälfte bezahlt, dann kriegt man das Ticket geschickt, dann wird die andere Hälfte bezahlt und am Ende kriegt man sein Geld irgendwie doch nicht oder man kriegt sein Ticket nicht. Das passiert da halt nicht. Und Blockchain kann auch helfen tatsächlich, dass Webseiten nicht komplett abbrechen, wenn gerade viel Trubel ist, weil es ja ein dezentrales Netzwerk ist. Das heißt, da verteilt sich dann nochmal so ein bisschen die Last. Und von daher würde ich sagen, macht das schon Sinn, gerade für so große Künstler, aber auch von der Diebstahlsicherung sicherlich für kleinere Künstler. Und es ist auch wieder dieses Community-Ding. Wenn wir da alle zu diesem Konzert gegangen sind und wir halten alle unseren NFT hoch, dann ist das was Besonderes. Und dann kann man das auch sammeln. Das ist dann in der App. Da kann ich dann sehen, ich war bei dem Konzert, ich war bei dem Konzert, ich war bei dem Konzert. Und das ermöglicht mir ja vielleicht auch andere Sachen. Also es kann ja sein, dass der Künstler dann irgendwie sagt, jeder, der bei dem Konzert dabei war, kann jetzt hier VIP-Tickets bekommen oder so. Und ja, da kann man sehr gut mit den Künstlern oder auch mit dem Publikum interagieren. Also da kann man, glaube ich, ganz andere Connections nochmal aufbauen zwischen Publikum und Künstler. Von daher sehe ich da schon viele Vorteile, das zu benutzen. Aber es ist natürlich die Frage bei kleineren Bands, ob das finanziell überhaupt zu stemmen ist. Weil so generell läuft das ja dann über einen IT-Dienstleister und das ist immer teuer. Also so eine NFT-Kollektion kostet schon so mindestens 30.000 Euro. Und wie es jetzt bei Ticketing genau ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal schon, dass es mehrere tausend Euro sein werden. Okay, also früher so die Generation X, die haben sich die Tickets an den Kühlschrank gehängt. Und heute zeigt man sich das auf dem Handy oder so. Aber oder im Metaverse. Ja, genau. Aber was du eben gesagt hast, dass man damit auch nochmal spielen kann, dass man dann weiß, dass es einzigartig zugeordnet, würde ich auch sagen, dass es da Potenziale gibt.
Aber nichtsdestotrotz sind diese Themen NFTs, Blockchain auch nicht ohne Kontroversen. Gibt es auch Risiken oder Kritik an dieser Technologie? Also ich glaube, der größte Kritikpunkt momentan ist ja Stichpunkt Scam. Viele verstehen nicht den Wert dahinter, gerade bei diesem Bored Ape Yacht Club. Das sind diese Affenbilder, die unglaublich teuer sind und eigentlich wenig künstlerischen Wert haben, sagen manche Leute. Und dann fühlt man sich so ein bisschen komisch dabei, wenn da so viel Geld gehandelt wird. Und ja, der NFT generell ist ja auch nicht so richtig greifbar. Und wenn man die Technologie nicht ganz versteht, dann kann ich auch nachvollziehen, dass man das alles vielleicht eher abtut, dass es ein bisschen sinnfrei ist. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Großer Kritikpunkt ist auf jeden Fall die Energieeffizienz, die nicht wirklich vorhanden ist. Also es ist schon relativ energieaufwendig und gerade heutzutage ist Strom natürlich jetzt auch gutes Gut, wo man drauf aufpassen muss, was auch nicht billiger wird. Und ja, da passen NFTs eigentlich gerade gar nicht rein in unsere Zeit mit Klimawandel. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene Systeme, also es gibt ja verschiedene Blockchain. Und da gibt es dann auch verschiedene Systeme, wie die arbeiten. Also es gibt Proof of Stake und es gibt Proof of Work. Also Bitcoin zum Beispiel läuft über Proof of Work, was sehr energieineffizient ist, weil da ganz viele Leute versuchen, dieses mathematische Rätsel zu lösen gleichzeitig, aber am Ende gewinnt nur einer. Und das heißt, jeder hat die ganze Rechenleistung betrieben, während bei Proof of Stake nur eine Person im Endeffekt diesen Rechenaufwand betreibt. Da wird dann ausgelost. Aber das hat natürlich dann auch wieder andere Nachteile. Aber es gibt auch noch Blockchain, die ein bisschen mehr auf Öko basiert sind. Genau. Aber das ist natürlich schon auch ein sehr legitimer Kritikpunkt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie dieses dezentrale Netzwerk funktioniert? Also das ist tatsächlich auch Stichwort Web 3, weil im Web 2, was wir jetzt aktuell noch haben, hat man die Website und man konsumiert die und man kann auch eigene Informationen eingeben, die dann verwertet werden. Aber im Web 3 sind wir auch Besitzer von Informationen. Das heißt, ich habe meinen Computer, ich habe meinen Server zu Hause und darauf speichere ich Daten von der Blockchain. Das heißt, jeder, der an der Blockchain mitarbeitet, hat die Blockchain bei sich zu Hause gespeichert. Und dadurch funktioniert dieses Dezentrale, weil es über verschiedene Punkte möglich ist, auf die Blockchain zuzugreifen. Und genau, so verteilt sich das alles ein bisschen. Genau, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt so dieses Stichwort Ewigkeit der Blockchain. Du hast eben angesprochen, es hängt mit Strom zusammen, Elektrizität spielt eine Rolle. Vielleicht auch so ein bisschen Konsens, dass man sich auch darauf, wie soll ich sagen, verständigt auf diese Technologie und die akzeptiert. Ist denn diese Ewigkeit wirklich gegeben? Nee. Also genau, das ist, wie du gesagt hast, das ist ein Konsensmechanismus, der hinter jeder Blockchain hängt. Und wenn niemand dran teilnimmt, dann funktioniert es auch nicht. Weil es, also die Blockchain profitiert eigentlich davon, dass viele am Netzwerk teilnehmen. Und desto mehr teilnehmen, desto besser sind auch die Machtverhältnisse verteilt. Und nicht, dass es sich dann nur auf ein paar wenige zentralisiert. Das ist auch so ein Problem bei Proof of Stake, weil desto mehr Leute dann Ether haben, also auf der Ethereum-Blockchain, dann haben die ja auch mehr Chancen, wieder den nächsten Block zu minten und dann werden die entlohnt dafür und dann haben, das ist, also, ja, ich glaube, es erklärt sich. Aber genau, deswegen, wenn irgendwann alle sagen, nee, mache ich nicht mehr, dann wird es das auch nicht geben. Aber das wird nicht passieren. Also es gibt immer Leute, die sich dafür begeistern. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis das dann sein wird.
Hast du das auch in deinem Buch aufgegriffen? Oder gibt es da auch kritische Stimmen? Kritische Stimmen gibt es auf jeden Fall auch. Genau, Chancen, Risiken und Perspektiven. Genau, also es werden Vorteile und auch Nachteile betrachtet, definitiv. Ja, also das Buch gibt es auch schon ein bisschen länger. NFTs gibt es auch schon länger. Ist vielleicht in dem Sinn jetzt kein Zukunftsthema mehr. Aber ich weiß nicht, inwiefern dich jetzt noch mit anderen Zukunftsthemen beschäftigt hast. Was wäre denn das nächste große Ding aus deiner Sicht? Man dachte ja, das Metaverse kommt jetzt. Aber das ist ja jetzt auch ein bisschen auf Pause. Also kann ich jetzt auch nicht wirklich für plädieren. Ich denke, mit NFTs wird schon immer noch weitergehen. Klar, es ist jetzt nicht mehr so groß wie vor 2 Jahren. So 2021 war ja da die goldene Zeit quasi. Vielleicht kommt das nochmal. Vielleicht gibt es dann auch ganz neue Anwendungsgebiete. Vielleicht hat sich da jemand was Neues dann überlegt. Ich denke mal, was jetzt viel aktueller ist, ist auch einfach, dass der Kulturbereich sich generell ein bisschen digitalisiert, vielleicht auch dezentralisiert, mehr über verschiedene Server arbeitet, um die Daten zu sichern, mehr überhaupt in eine Cloud hochlädt, mehr interaktiv wird, genau, gerade im Museum mehr Interaktivität anbieten, mehr, wo man was drücken kann oder seinen Namen eingeben kann, wo man dann vielleicht auch später, also Newsletter sind irgendwie dann ein Ding, habe ich das Gefühl, dass man da mal wieder einfach mehr in Kontakt tritt. Also es ist, glaube ich, nicht mehr dieses nur Konsumieren, sondern es ist, man will jetzt wieder mehr machen, weil wir jetzt wieder mehr teilhaben an der Kultur. Und ich denke, da können verschiedene Kulturbereiche mal überlegen, wie man das Publikum mit einbeziehen kann. Also großen Technologie-Hype, außer dass die Digitalisierung weitergetrieben wird, siehst du jetzt nicht. Vielleicht hat ja einer unserer Zuschauer eine Idee, schreibt es in die Kommentare. Dann setzen wir es um. Ja, genau. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es Pläne für die Zukunft, ein neues Buch? Machst du mit NFTs weiter oder bist du jetzt erstmal, hast du jetzt erstmal genug zu tun mit dem, was du im Real Life arbeitest? Ja, also gerade aktuell mache ich mit NFTs gar nichts mehr tatsächlich. Das Thema begeistert mich schon immer noch, aber dadurch, dass der Hype ein bisschen vorbei ist, ist auch einfach bei mir persönlich ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Könnte mir aber vorstellen, da vielleicht auch nochmal einzusteigen. Ansonsten arbeite ich erstmal meinen Alltag und schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, was kommt. Das Buch kann man auf jeden Fall trotzdem immer noch lesen. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für das sehr nette Interview. Das war sehr aufschlussreich und vielleicht sehen wir uns in 10 Jahren noch mal im Kulturtalk und können dann mal darüber sprechen, was jetzt aus dem Ganzen geworden ist. Ja, wer weiß. Genau. Also, lieben Dank, Lea Eisenberg. Dankeschön. Vielen Dank.